So, da sind wir wieder. Willkommen zurück. Wir haben Level-Ups. Level-Ups. Ach nee, wir haben nicht Level-Ups. Sorry. Yes. Das ist ja, weil wir die noch nicht... Wir sind am Infiltrieren. Hier ist auf jeden Fall schon mal jemand. Wer ist das? Ein Plünderer. Oh mein Gott, das ist eine ganze Bande Plünderer. Ach du Scheiße. Lock, Retemon ist ein Mörder, ein Dieb und ein Feigling. Wie kannst du ihm zur Seite stehen? Er ist zu weit gegangen. Der Tod ist im Krieg unvermeidbar, aber unschuldige Siedler abzumetzeln, welchen Grund kann er gehabt haben, sie zu töten? Es waren bedauerliche... Myrek. Ja, das ist er, ja. Es waren bedauerliche, aber notwendige Opfer. Retemon braucht den Helm, wenn wir verhindern wollen, dass Letians Kreuzung Kyros in die Hände fällt. Notwendig? Hörst du überhaupt, was du da sagst? Das war ein Gemetzel und jetzt ist die Kreuzung anfällig. Wenn der Helm nicht zurückgebracht wird, werden die Geister sie überfallen. Überlaufen. Ihr solltet das im Kampf klären. Probieren wir es mal. Myrek wendet sich zu dir zu und beginnt dich zu erkennen. Oh, dieser Schweineficker. Das würde dir wohl gefallen, Schicksalsbinder, was? Es war ja auch noch nicht genug, dass du meine Brüder bei Zwillingsfluss erschlagen hast. Nein, jetzt kommst du auch noch her, um dir anzusehen, wie wir aufeinander losgehen? Er donnert seinen Hammer wütend auf den Boden, was Erdklumpen in alle Richtungen fliegen lässt. Lock, du streitest dich hier mit einem Waffenbruder, während unser Feind direkt vor uns steht und uns verspottet. Lock, beruhigt, schaut Lock mit aufgerissenen Augen schnell zwischen dir und Myrek hin und her. Wenn der Schicksalsbinder unsere Freunde ermordet hat, dann muss er getötet werden. Das ist eindeutig. Myrek, mit Retemons Tod... Retemon kann ich aber auch nicht gemeinsame Sache machen. Er ist schon immer ein starkköpfiger Anführer gewesen. Das hat auch seine guten Seiten, weswegen ich ihm gefolgt bin. Wenn er aber die Leute töten will, die wir behaupten zu schützen, dann ist er nicht besser als Tunans Schoßhündchen hier. Kein Deut besser. Myrek atmet tief ein und nickt in einem Moment der Klarheit. Retemon hat mich geschickt, um alle loyalen Soldaten zu versammeln, die ich finden kann. Loyale Soldaten, Lock. Ich dachte, dass du auch dazu zählen würdest, aber ich habe mich wohl getäuscht. Er spuckt vor seine Füße. Auf Verrat steht die Todesstrafe. Er richtet seinen Hammer auf seine ehemaligen Kameraden und dann auf dich. Auf was wartet ihr noch? Fangen wir halt endlich an. Eure Schädel werden sich nicht von selbst einschlagen. Okay. Jeder gegen jeden. Send them at me in waves! Oh, mal schauen hier. Will do. I'd have it no other way. So. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ziehen wir mal Blitzen. Hallo. Nice! Stand in our way. Okay, da ist jetzt gerade verreckt. Das war nicht so gut.
Aber wir werden es schaffen. Passt. So. Hätte besser laufen können. Ich gebe es zu. Ah. Hol den Schlüsselstein für Myrek zurück. Ne? Jetzt haben wir es ja wenigstens geschafft. Ein paar Armschienen. Hier geschmähten. Spotted something. Eine einfache Karte. Ein geschmähten Soldat hat eine einfache Karte gezeichnet, die den abtrünnigen Sumpf und andere Gebiete der Wildnis in der Nähe zeigen. Mehrere Linien und Verbindungen deuten wohl auf Patrouillen und befestigte Stellungen hin. Die schiere Zahl dieser Markierungen lässt darauf schließen, dass Kyros Truppen aggressiv versuchen, die Region rund um Lithians Kreuzung unter Kontrolle zu halten. Na gut. Sorry, can't. Gut, speichern. Who's here, ey? Nikandros. Er verzieht das Gesicht und stöhnt leise. Okay. Lieferung für die Eisengebundenen, Nikandros. Du da, dachtest, ich wäre tot, nicht wahr? Dachtest, du könntest dich jetzt ganz einfach an diesen Kisten bedienen. Ich war auf dem Weg, um sie zu den Eisengebundenen zu bringen. Scheint, als würde ich das nicht mehr schaffen. Was ist passiert? Hab gerade den abtrünnigen Sumpf durchquert. Ich blieb nur einen Augenblick stehen und da geschah es. Klinge direkt in meinen Rücken. Ich konnte nicht einmal sehen, wer oder was es getan hat. Sieht aus, als würde ich meine Aufgabe hier nicht mehr erfüllen. Hör zu, diese Lieferung, sie gehört den Eisengebundenen. Tu der Welt einen Gefallen und bring sie ihnen, anstatt sie einzuheimsen. Wir befinden uns in düsteren Zeiten. Lethians Kreuzung braucht die Unterstützung. Wirst du die Lieferung bringen? Ich sorge dafür, dass die Lieferung an ihrem Bestimmungsort zurückgelangt. Er zieht sich seitlich an kaputten Karren hoch, bis er sein Gesicht mit einem auf einer Höhe befindet. Gut, mach schnell. Du musst. Er hustet und spuckt einen Klumpen Blut. Verdammt, hätte niemals gedacht, dass ich so sterben würde. Er verliert seinen Halt am Karren und fällt gegen ihn und schlägt dann hart auf den Boden auf. Der alte Mann schnappt nach Luft. Und aus seiner Kehle dringen qualvolle, gurgelnde Geräusche. Nach einigen wenigen Augenblicken wird er still. And he's dead. Oh, level up. Jetzt haben wir wirklich level up. So, hatten wir hier bei ihr einen aufgehoben? Nee, hatten wir nicht. Machen wir aber mal, weil dann geht die nächste dann in Stärke. So, Fetzi. Erfordert 12 Punkte im Verwüstungsbaum. 11 haben wir im Verwüstungsbaum. Also erhöht den Angriff. Distanz der unbewaffneten Angriffe von Tötet im Schatten. Speichern! So, nächste Runde können wir das hier endlich freischalten. Ja. Ja, wir haben hier gar keine von diesen Spezialfähigkeiten. Die schlägt quasi nur mit ihrem Auto-Hit zu, aber das reicht eigentlich auch aus. So, hat auch noch was dabei. Einen leckeren Trank. Njam. Oh, eine Falle entdeckt. Speichern nochmal ab, falls jetzt hier irgendwelche Gegner kommen. Ja, ein bisschen Jade. Oh. Never look here. Hey, never look here. Agentenberichte. Dieses Bündel von Seiten war geschickt in einer Feldspalte beim abtrünnigen Sumpf versteckt. Es enthält detaillierte Berichte, die an jemanden namens H.B. geliefert werden sollten. Die Briefe enthalten genaue Beobachtungen zur Operation der Bruderschaft, beginnt vor einigen Spannen. Offenbar hat der Autor die Söldnerbande infiltriert. Die meiste Zeit war er wohl der Bruderschaft geholfen. Hat er wohl der Bruderschaft geholfen, eine Operationsbasis bei den Altmauern nahe Zwillingsfluss aufzubauen. Der Spion konnte bei mehreren Gelegenheiten Retimon beobachten.
Er merkt an, dass der Anführer sich in der unbekannten Umgebung zunehmend sicherer gefühlt hat und nicht davor zurückschreckte, die arkanen Ruinen zu stören. In einem anderen Brief berichtet der Agent, dass mehrere Waisen zu Retimon gebracht wurden, vermutlich wegen ihren Willen, um einige der Mysterien der Altmauer zu ergründen. Je kühner der Anführer wurde, desto paranoider wurde er auch und bezichtigte regelmäßig Bruderschaftssoldaten des Verrats. Der letzte Brief scheint in Eile verfasst worden zu sein. Die Tinte ist an mehreren Stellen verschmiert. Musste verschwinden, habe Notizen und Schriftrollen der Waisen gestohlen, um feindliche Pläne zu verzögern. Er ist wohl größere Gefahr als gedacht. Bin mit Wildnispatrouille gegangen, aber Abwesenheit bei Altmauer wird bemerkt werden. Dokumente verborgen, in Wams eingenäht. Weg wird durch Eisental gehen. Sucht nach Bruder mit kupfernen Nasenringen und Narbe in linken Kiefer. Okay. Eisental. Der könnte uns vielleicht weiterhelfen, der Gute. Aus Eisental. Oh, hier ist noch Loot. Mehr Tote. Eieiei. Nett. Eisental. Eisenpfad. Wie kommt man denn nach Eisental? Na, warte mal kurz. Wir müssen mal schauen, wo müssen wir denn jetzt hin? Die Lieferung kehre nach Lohara zurück. Bringe die Waffenlieferung zurück nach Lohara und lädt hier ans Kreuzung. Kehre nach Zwillingsfluss zurück. Da du den Schlüsselstein nun hast, solltest du nach Zwillingsfluss zurückkehren. Okay, alles klar. Dann gehen wir erstmal zu Johara und geben das ab. Und dann kehren wir nach Zwillingsfluss zurück. Ach ja, wir brauchten den Stein, um da reinzukommen, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ist auch schon wieder ein bisschen her, dass ich gespielt habe. Immer so schwierig, da wieder reinzufinden. Habe ich eigentlich noch Kaffee? Natürlich nicht. Oh. Immer dasselbe. Komm. Komm hier, Jung. Auf jedes. Boah, heute ist schon wieder so elendig lange lädt. Gab ein Update und seitdem lädt das jetzt wieder so lange. Du hast ein Schreiben... Ja, machen wir gleich. Erstmal müssen wir rinnen. In die Jutestube. Das war hier unten, ne? Ich glaube, das war hier unten. Ja. Oder hier oben? Hinter der Eisengebundenen? Hier oben, ne? Die Schmiede, ja. Die war hier oben. Du kannst mich loben. Tapa, tapa, tapa. So, das war Lohara. Du bist zurück. Lohara wendet sich zu dir um. Ihr Körper ist von Kopf bis Fuß mit Ruß und Aschetönen getaucht. Ihr Brustkorb hebt und senkt sich durch ihr angestrengtes Atmen. Die Nachfrage nach Eisen ist immer größer als die Zahl der Stunden des Tages. Sie zieht ein paar schwere Leinenhandschuhe aus und ballt ihre Fäuste. Ihre Fingerknochen knacken laut. Wie kann ich dir helfen? Ich habe die verschwundene Waffenlieferung gefunden. Danke, dass du unsere verschwundenen Waffen gefunden hast, Delui. Sie seufzt erleichtert auf. Fast hätten wir das Eisen einen Tag lang ruhen lassen müssen, weil wir kein Material hatten. Und wir würden nur ungern herausfinden, was passiert, wenn wir unsere Quoten nicht erfüllen. Wer weiß, was wir ausgesetzt wären, wenn obendrein noch der Verlust dieser Waffen hinzukommen würde. Wir müssen alles reparieren und zurück in die richtigen Hände bringen. Sie lacht, bla 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 bla. Kannst du etwas für mich herstellen? Kann ich? Sie hebt die Augenbrauen. Selbstverständlich werde ich. Nun, Kyros hat Wartelisten nicht ohne Grund erfunden. Sie seufzt. Jeder
Eisenschreiter und jeder Bandenchef der scharlachroten Chors besticht mich und schmeichelt mir in der Hoffnung, dass ich Überstunden mache und ihnen ein ganz besonderes Dies oder ein einzigartiges Das schmiede. Ihr Mund, List, mir war nicht bewusst, dass die Frage so unverschämt ist. Bitte verzeiht. Ich erhalte jeden Tag unmögliche Forderungen, doch ist es nicht eine nicht die Menge, es ist der Zweck. Sie senkt ihre Stimme zu einem Flüstern und tritt näher an dich heran. Mich macht es wütend, dass Kyros Forderungen unser Werk hier auf reine Quoten reduziert. Ich sollte meine Arbeit für jeden Soldaten individuell gestalten dürfen. Nur Lehrlinge können etwas daraus lernen, immer wieder denselben Helm in derselben Größe anzufertigen. Vergiss, dass ich gefragt habe. Ich muss weg. Quest abgeschlossen. Nice. So. Dann rasten wir mal. Okay. Dann hätten wir das jetzt erledigt. Dann müssen wir zurück nach Flussdingens hier. Flusshausen. Eisental. Vielleicht kommt das noch. Normalerweise ist ja, wenn man dann, wenn man dann die Sachen auf der Liste quasi freigeschaltet hat, normalerweise hat man ja dann auch die Möglichkeit, wenn man das einmal gelesen hat, dass man dann dahin kann. Dann steht dann da, bla 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 ist freigegeben. Ist ab jetzt freigegeben. Aber gut. Ich verkaufe mal kurz hier ein paar Sachen, die wir bekommen haben. Ach, den Rest können wir behalten. Drauf geschisselt! Echt viel Kohle, ne? Mal Zeit, dass wir den nächsten Turm freilegen. Ich habe auch das Gefühl, ich habe ja gelesen, dass das Spiel hier gar nicht so lang sein soll. Vielleicht hört das jetzt demnächst einfach abrupt auf, das kann natürlich sein. Aber vom Gefühl her hat das mindestens so eine Länge, also so jetzt wie man in der Geschichte ist, das ist doch, geht doch schon irgendwie, ne? Ne, das ist doch, schon sehr ähnlich von der Länge her mit Pillars of Eternity, finde ich. Gut, bei Pillars of Eternity, muss man dazu sagen, habe ich nicht alle Nebenaufgaben gemacht. Allerdings gefällt mir hier, muss ich auch sagen, die Geschichte noch ein Stück besser. Der Bronze-Dieb. Can't do that. Can't do that. Ja, komm, wir gehen hier rüber. Zack. Also mit dem Schlüssel müssten wir jetzt hier reinkommen, ne? Zack. Und drin. Und wieder the same alt Mauer as every day. Oh, hier gibt's gleich Beef in der nächsten Folge. Main bleiben. Bis dann.